Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Land. Ein Spiel, das älter ist als ich. Es hat kein Hintergrundgeräusch. Man kann sich jetzt hier wunderbar anschauen, wie das Spiel so in etwa aufgebaut ist. Ich habe jetzt gut eine Stunde lang rumgedoktort. Aber ich glaube, nicht wundern, es gibt noch kein Hintergrundgeräusch. Ich hatte die ganze Zeit so ein hässliches Rauschen im Hintergrund und das hat mich echt genervt. Es ist mega warm. Ja. Was gibt's hier über das Spiel zu sagen? Es ist älter als ich. Es ist nicht der erste Mario-Teil, den ich gespielt habe. Und ich würde euch gerne noch die drei unterschiedlichen Level hier so vorzeigen. Das ist jetzt noch ziemlich am Anfang hier. Werden wir jetzt in einem Rutsch durchspielen, wenn alles läuft und alles glatt geht, hoffe ich doch, dass es wirklich funktioniert. Und ansonsten habe ich nämlich eigentlich keinen Bock, das nochmal durchzuspielen. Es gibt keine Save States, das ist wirklich das größte Problem an dem Spiel. Und wie ihr seht, Top 0 kann eigentlich nicht sein, es speichert halt einfach nicht, wer, also wie viele Punkte ihr habt. Wie in Super Street Fighter, wo es auch absolut sinnlos ist. So, das ist die dritte Animation schon. Werden wir alles noch spielen, alles noch heute. Es sei denn, ich gehe so oft Game Over, dass ich ausraste und das Spiel wegschmeiße. Ich weiß nicht warum, ich habe dieses Spiel zweimal auf Game Boy. Keine Ahnung. Wir spielen es über den Super Game Boy, das heißt über meine, über meinen Super Nintendo. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch mal, wie ich es aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr über die Konstruktion lachen oder weinen werdet. Ich bin der Wichtelein und ich zeige öfter solche älteren Spiele in Zukunft wahrscheinlich noch. Hier unten fehlt die Animation für das Geld irgendwie. Eine Besonderheit in diesem Spiel: ihr könnt nicht zurücklaufen. Wenn ihr jetzt hier irgendwo was vergesst, hier war ein Leben, oder? Ja. Wenn ihr jetzt irgendwas vergesst, ihr könnt nicht zurücklaufen. Ach, egal. Ich pfeife auf die Punkte. Hier war, glaube ich, ein Endlosding, oder? Nee, eine Feuerblume. Mit der kann man jetzt schießen. Ihr kriegt erst eine Feuerblume, nachdem ihr... Also an einigen Stellen kriegt ihr immer sofort eine Feuerblume. Aber an und sich kriegt ihr erst eine Feuerblume, wenn ihr mindestens einen Pilz habt. Also es geht eigentlich nur klein, dann kommt Pilz und dann kommt die Feuerblume. Dann könnt ihr die Gegner abschießen. Aber nicht alle Gegner sind mit einem Schuss tot. Seht ihr? Zwei Schuss. Es ist schon ewig her. Oh, ein Superstern. Hier kommen... Ich habe noch nicht ganz genau herausgefunden, wie viel Punkt... Also wie viel oft man da dran springen kann. So, eine Besonderheit der Feuerblume. Ihr könnt, wenn es richtig macht, da was rausholen. So. Ihr könnt unten reingehen ins Ende. Und wenn ihr es schafft, könnt ihr oben reingehen. Da kriegt ihr noch einen Bonus. Die Punkte werden jetzt... Also die... Übrige Zeit wird jetzt zu den Punkten addiert. Wenn die Zeit abläuft, habt ihr verloren, dann seid ihr tot. Oben links seht ihr, wie viel Leben ihr habt. So, was kriegen wir? Eine Feuerblume. Ja, lach mich aus. So, das ist schon Level 2, die zweite Animation. Und noch eine Feuerblume. Aber die bringt immer noch 1000 Punkte. Konnte ich die abknallen? Jep, das ging. Wenn ich mich recht sinne, gab es auch einen Multiplikator, wenn ihr direkt Gegner hintereinander getötet habt. Ihr könnt immer nur einmal schießen. So. Die explodieren, wenn man draufgesprungen ist. So könnt ihr auch Gegner loswerden. Ich
weiß gar nicht, das ist garantiert noch nicht das erste Mario-Spiel, was überhaupt rauskam. Ich kenn's, ich hab's früher nur auf Gameboy kennengelernt. Und da ist halt alles schwarz-weiß. Wenn ihr es auf Gameboy Color gespielt habt, oder ich jetzt auf der SNES, dann sieht's natürlich ein bisschen anders aus. Mit Schießen ist es viel besser. Solange die Kugel noch irgendwo in Sichtradius ist, könnt ihr nicht mehr schießen. Runterfallen sollte man übrigens auch nicht und dann ist man tot. So wie es halt in den meisten Gameboy-Spielen war. Ich guck ab und zu mal nach rechts, denn ich hatte echt erst Probleme, vor allem hatte ich hier ein mega Hintergrundrauschen. So, wir haben 99 Münzen. Bei der 100. kriegt man Leben, wenn ich mich recht entsinne. Jep, das klingt nach Leben. Oh, naja. Hätte ja klappen können. Nein, ich hab's nicht gepackt. Ich bin so scheiße. Egal. Das ist eher, sagen wir mal... Warum bin ich nicht gesprungen? Das ist eher mal so ein Aufwärmtraining. Bevor ich die anderen Gameboy-Spiele mache. Jetzt seht ihr, dass die Punkte addiert werden. Eine Sekunde sind, glaube ich, 10 Punkte. Sind immer so 400 Sekunden, wenn ich mich recht entsinne. Nein, schon wieder! So, nach 3 Leveln gibt es immer einen Endgegner. War hier nicht irgendwo? Wir sind... Ach, da war er. Wenn man das nämlich nicht weiß, muss man unten langlaufen, beziehungsweise hier oben gibt es noch was Schönes, Bonusartiges. Ich habe mich früher immer gewundert, wie kommt man da hoch, und vor allem habt ihr gerade gesehen, da fallen Dachziegel runter, also Steine. Ah, da ging's rein, okay. Hier unten ist irgendwie immer deaktiviert. Übrigens, jede Münze bringt uns 100 Punkte. Punkte sind relativ sinnlos, die Dinger bringen 50. Die könnt ihr aber nur zerstören, wenn ihr mindestens einen Pilz habt. Ah, so geht's auch, okay. Wenn ihr... Oh, hoppla. Auf der Schießentaste bleibt, könnt ihr da direkt drüber springen. Das war doof. Er ist nicht gesprungen. Jetzt sind wir wieder klein. Das ist schlecht. Wir brauchen aber eine Feuerblume, um den Boss zu besiegen. Sonst muss ich darauf verzichten. Verdammt! Mann, bin ich scheiße. Ich hätte gedacht, da bin ich sicher da drüben. Normalerweise wird man da einfach nur erstmal klein, aber da wir ja klein sind, sind wir tot. Oh, das war echt blöd. Die kommt anscheinend nicht raus, wenn man hier ist. Okay. So, die können übrigens auch nach oben schießen. Das ist natürlich blöd. Ich kann den Endgegner jetzt nicht besiegen, das weiß ich. Warte, gehe ich mal nicht. Okay, da komme ich noch an, das ist gut. Der Vorteil ist allerdings, kommt man dann hier rein wenigstens. Ja, aber ich kriege keine Feuerblume mehr. Tut mir leid, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Nur weil ich da so blöd runtergeflogen bin. Oh, ich habe doch eine Feuerblume, ich habe Glück. Okay, aber ich weiß, ich darf hier nicht mehr sterben. Weil dann kriege ich keine mehr. Okay, der ist mit einem Schuss tot. Da hatte ich gerade echt Glück, dass es die noch gibt. War eigentlich auch noch irgendwo einer? So, dieses komische Tröten hört ihr immer, wenn ihr ihn trifft. Versucht euch nicht treffen zu lassen. Wenn ihr ihn nicht... 5000 Punkte. Wenn ihr nicht schießen könnt, müsst ihr unten drunter durchrennen und hierher kommen. Kriegt ihr aber keine Punkte. Ich nehme übrigens gerade mit 3 unterschiedlichen Aufnahmegeräten auf. Zur Sicherheit.
Also, das ist also ein Videograbber, Camtasia und mein Sprachaufnahmeding. Danke dir, Mario. Oh, Daisy. Damals gab es Prinzessin Peach noch nicht. Und sie wurde zum Insekt, was sie auch eigentlich ist. Ich weiß übrigens noch nicht, wie viele Folgen das werden. Es könnten 2 werden, vielleicht aber auch 3. Okay, wenigstens haben wir ein Leben. Und jetzt kommt, wenn ich mich recht entsinne, UFO-Leben, ja. Ich weiß nicht mehr, ob man die plätten konnte. Ja, konnte man. Einfach stehen bleiben. Tschack. Man konnte sie, glaube ich, auch abknallen. So, muss es richtig angehen. Ja, mit euren Schüssen könnt ihr auch Münzen holen. Oh, ich habe sogar alle gekriegt. Man kann natürlich auch hier vorher dran springen. Die Musik ist immer so schön. Ich hoffe, Nintendo verpasst mir keinen Dämpfer, weil die sind dafür bekannt, dass sie ihre Musik echt schützen. Ich versuche mal einen abzuknallen. Oder was über hier? Okay, man kann sie nicht erschießen. Man kann nur drauf springen. Aber ist eigentlich vollkommen sinnlos. Also es sind so ziemlich sinnlos, die Dinger. Oh, das hätte ich lassen sollen. Seht ihr, 400. Oh, komme ich auch rein. Wunderbar. Wenn ich mich recht entsinne, konnte man hier, genau. Und haben schon alles gekriegt, tatsächlich. Ich glaube, die Dinger sind erstmal als Bonus gedacht und andererseits, dass sie da die Zeit aufhalten. Du musst halt wirklich auf die Zeit achten. Übrigens, oben seht ihr welche Welt, also ganz oben links seht ihr Mario mal so und so viel Leben haben wir. Darunter sind unsere Punkte. Dann hat man... Ach, egal. Da neben unsere Münzen, ab 100 kriegen wir wieder ein Leben. Dann steht da die Welt als nächstes und die übrige Zeit natürlich noch. Wie sehen die 2 aus? Ich würde es gerne wissen. Ah! Okay, ich treffe ihn gar nicht. Also. Immerhin sind sie 400 Punkte wert. Aber die Punkte sind wirklich absolut nutzlos. Hier war, glaube ich, ein Leben drin, oder? Müsst ihr aufpassen, wenn ihr zu früh springt, habt ihr das Problem, dass... Müsst ihr damit rechnen, dass ihr das Leben nochmal anschubst und es dann wegfliegt. Oh Mann, der springt manchmal nicht, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich will doch nur diese... Das ist natürlich zu weit. Mann! Das wird mir später noch zum Verhängnis, das weiß ich. Also manchmal springt er gerade wirklich nicht. Und dann ist... Ach, egal. Doof gelaufen, kriegen wir halt kein extra Leben, aber wir werden es auch so schaffen, denke ich mal. Oh, ich dachte, braucht 2. So, hier könnt ihr wunderbar drüber rennen. Weil sonst kann euch das echt nerven. Wenn die Feuerblume übrigens raus ist, kriegt ihr so oder so die Feuerblume, wenn ihr sie dann nehmt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr eine gefährliche Stelle vor euch habt und ihr wisst, ihr könnt ein ganz kleines Stück zurück, dann könnt ihr die Feuerblume auch holen. Ist ganz okay. Ah, das war hier. Guck mal, wie viele Punkte wir schon haben. Ja, das ist eines mit der ältesten Spiele, die ich kenne. Ist nicht unbedingt mein... Also es ist wirklich nicht mein Liebling. Da gibt es ein paar bessere, die ich mehr mag. Aber man sollte es mal gespielt haben.
Uah, ich hasse sowas. Ach ja, die konnten ja fliegen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte man die einzeln abschießen. Die Teile. Kriegt man aber, glaube ich, auch weniger Punkte. Hier war, glaube ich, irgendwo ein Leben noch. Ich nehme es mir jetzt erstmal egal. Ah. Wenn die Punkte geteilt, das ist auch interessant. Ist verrückt, was die sich haben alles schon einfallen lassen zur damaligen Zeit, wenn ich ehrlich bin. Übrigens, wenn die aus dem Kartenrand rauslaufen, sind sie auch weg. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ach, egal. Fürs nächste Level müssen wir nicht groß sein. Ich bin noch nicht gern ganz klein. Wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass die Pflanzen wiederkommen, sobald man ihnen den Rücken zudreht. Bin ich blind? Ah, hier ist es diesmal. Und wieder ein Leben. Haben wir schon 9 Leben. Nach diesem Level kommt eins meiner Lieblinge. Meiner Lieblingslevel. Und die 100.000 haben wir schon erreicht. Ach, das war die Geschichte, okay. Na toll. Ich bin so schlecht geworden in dem Spiel. Ich war mal richtiger Profi in diesem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste genau, in was ich reinkomme und in was nicht. So, ich liebe das. Einmal alles zerballern. Einfach mal Unterseeboot. Wir müssen natürlich aufpassen, wir können auch zerquetscht werden. Ach ja, Kindheitserinnerung. Ich glaube... Oh, fuck. Das passiert, wenn man reden will dabei. Das war, glaube ich, das dritte Gameboy... das dritte Computerspiel, was ich überhaupt gespielt habe. Wenn ich mich recht entsinne. Das Problem ist, hier erkennt man echt nicht, wie groß man ist. Ich habe ganz vergessen, dass sie hier zerplatzen. Hier gab es überall versteckte Pilze und ähnliches. Verdammt nochmal! Also in diesen Steinen gibt es überall versteckte Pilze und Leben. Falle ich auf diese alten Sachen rein? Ich wollte gerade sagen, die Fischer, wenn ich recht entsinne, ändern natürlich ihre Richtung nochmal. Die nehmen es ein übel, wenn man sie kaputt macht. Yay! Komisch, ich habe sonst immer überall ein paar Pilze gefunden. Ah, ein Pilz. So, das ist der Endgegner diesmal. Ein Monsterseepferdchen. Kann man immer besiegen. Man kann aber auch hier hinter fliehen. Das geht auch. Es ist möglich. Ich komme mir echt schlecht vor, wenn ich mir dran denke. Ah, 20 Minuten nehme ich schon auf. Wenn ich dran denke, wie oft ich schon gestorben bin. Das hätte es als Kind nicht gegeben. Aber es ist okay. Solange wir nicht Game Over gehen, ist alles okay. Danke dir, Mario. Was ist mit dem I los? Maro? Oh, Daisy. Dein I fehlt. War das schon immer so? Das kann ich mich gar nicht erinnern.
Und eine Feuerblume immerhin. Diesmal kann ich sie gebrauchen. Ihr kriegt dieses Bonusspiel nur, wenn ihr den Boss besiegt. Ah. Blödes Vieh. Zwei Schuss ausgehalten. Ich muss sagen, ich hasse in Spielen, das war schon immer so, wie heißt's? Sachen, wo du halt springen musst. Das konnte ich noch nie leiden. Ah, gut, hier ging's rein. Oh, das ist ja echt bescheiden hier. Wenn ich im rechten Sinn, ist man direkt tot, wenn man in die Dinger reinfällt. Gut, ist jetzt nicht passiert. Gibt's auch diese komischen rennenden Steine. Die müssen hier kommen. Einer. Habe ich mich gehört, das wird später. Okay, sie geht auf uns zu. Oh, ich wollte wissen, wie auf sie schießen muss, um sie zu zerstören. Wir haben leider nicht so viel Leben, deshalb lohnt es sich, wenn wir hier ein bisschen Münzen farmen. Das ist übrigens das Level, was wir im dritten Teil gesehen haben. Von den, okay, das wollte ich eigentlich, ja. Hier kommt ihr nur ran, wenn ihr Selbstmörder seid oder mit der Feuerblume. Könnt ihr, glaube ich, nicht. Ihr könnt zwar die einzelnen Dinger abschießen, aber das Ding hier ist, soweit ich weiß, unzerstörbar. Deshalb aus dem blöden Rennstein, hier waren das. Okay, kann man einmal abschießen, das ist praktisch. Ich will da so eine scheiß Palme. Die springt auch manchmal in der Luft, das ist auch sehr interessant. Okay, von mir aus. Ich glaube, die Punkte könnt ihr total pfeifen. Ich lieber drauf, das ist deutlich effektiver. Warum manche Gegner übrigens noch da sind, nachdem ihr sie getroffen habt, ich habe keine Ahnung. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Sprungsachen echt hasse? Ah, Mano! Jetzt läuft die Zeit davon. Aber das ist schlecht. Kommt mal mit dir rüber. Ach, die sind mir eigentlich egal. Hä? Ich war doch drauf? Darf ich das auch nicht? Jetzt haben wir wieder volle Zeit, das ist der größte Vorteil, wenn ihr sterbt. Ihr habt wieder volle Zeit. Und wir haben das Leben gleich wieder. Pass mal auf, wir können sie ja so einzeln holen, wenn man es weiß. Das ist echt scheiße gelaufen. Die glitschen sich voll durch die Wände, das ist voll unfair. Merken uns von denen nicht treffen lassen. Ich bin nicht draufgesprungen, das kann auch sein. Ah, hier ging's rein. Übrigens, wenn ihr sterbt an dieser Stelle, könnt ihr nicht nochmal rein. Es ist so eine, ich weiß nicht, so ein Mario-Gesetz. Ich weiß auch nicht warum. Gab's hier nicht irgendwo was? Oder bloß an diesem Ding da hinten?
Anscheinend nur diesen Ding. Da kommt man aber schlecht ran, weil man sehr leicht reingesogen wird in das Rohr. Da müsst ihr echt ein bisschen vorher abspringen, weil sobald ihr das irgendwie berührt, werdet ihr reingezogen. Hab ich gehört. Ah, wir kriegen nochmal die Münzen hier. Ah, okay. Müssen auf den Stein hier rumspringen. Gar kein Problem, einfach so auf dem rumspringenden Stein springen, würde ich auch machen. Der dreht sich nicht oder so, es ist gar kein Problem. Wir sind übrigens auf den Osterinseln oder so, ist schwer zu sagen. Wenn ihr an der Stelle groß wart, müsst ihr euch ducken, sonst werdet ihr zerquetscht. Hier war ein Pilz? Nö. Ich hätte schwören können, dass hier irgendwo ein Pilz war. Hier am besten mit Anlauf drüber springen, sonst fällt in die Stacheln. Ah, okay, hier musste man hier drauf, genau. Und wir haben es geschafft. Wir werden entweder groß oder kriegen nochmal ein paar Münzen. Und wir kriegen 3 Leben, yay! Übrigens, das Maximal an Leben ist 99. So wie das Maximal der Punkte 999.999 ist. Ja, wir können das erreichen. Mit einem Trick. Und ja, das ist wieder die gleiche Musik wie beim ersten Endgegner. Hier gab es auch irgendwo versteckte Aufzüge, aber ich weiß das alles gar nicht mehr. Beziehungsweise ich habe es tatsächlich auch nie alles gefunden. Ja, die Spinnen kommen runter, sobald ihr in der Nähe seid. Und hier kommt jetzt die beschissenste Stelle von allen. Da kommt eine Wanze. Für mich sieht das immer aus wie eine Wanze. Ich kann mich noch erinnern, wo wir zu meinem Vater in die Chor gefahren sind. Ich habe einen Gameboy mitgehabt. Die Stelle habe ich schon immer gehasst, weil da oben kommt jetzt gleich was runter auch. Okay, es war nicht hier anscheinend. Aber der bin ich als Kind am häufigsten mit gescheitert. Ne, die war's. Ah, wir haben schon mal ein Leben gekriegt. Ja, genau deswegen, weil ich versuche dann immer zu schnell sofort weiterzukommen und dann falle ich runter. Und dann habe ich als Kind immer, dann ist mir immer schlecht geworden, weil ich die ganze Zeit auf den Gameboy geschaut habe. Und für gewöhnlich bist du ja klein. Ich werde mal hier verlieren an der Stelle wahrscheinlich. Das heißt ich. Die Stelle war schon immer mein Nemesis. Also, es war mir klar, dass ich wieder an der Stelle Probleme kriege. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich nicht so wirklich dran gedacht habe. Also, ich habe es einfach vergessen gehabt. Okay. Jetzt stellt man an dem Vieh wahrscheinlich. Oh, die Wanze kriegen wir jetzt auch noch platt. Für mich sind das Wanzen. Boah. Ja, ich weiß gar nicht, ob man die abschießen konnte, die Spinnen. Nein! Nein! Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Wie konnte ich die Wanze übersehen? Ist mir ernsthaft. Ich warte mich über die Schildkröten. Ich weiß gar nicht, was das sind. Schildkröten. Und mich hat irgendwas ins Bein gestochen. Blöde Viecher. Okay. Ich muss gestehen, in dem Teil ist es noch ein bisschen schwer für mich, Mario in groß zu erkennen. Übrigens, diese Explosion tötet euch auch. Och, ich hätte hier noch warten müssen. Toll. Yay. Okay, ein Pilz, das ist schön. Was erfreulich ist.
Ich weiß echt nicht, wo hier die Aufzüge sind. Ihr wisst es wahrscheinlich. Also einige von euch werden es wissen. Ich habe es nie gefunden. Ich habe auch nie weiter danach gesucht auf einer bestimmten Stelle. Und wisst ihr, was toll ist? Schaut mal auf die Zacken da unten. Wie unglaublich toll die sind. Mit weißer Umrandung. Weil es damals noch nicht so alles möglich war mit den ganzen gleichen Sachen, wie es heute gibt. Damals mussten sich die Programmierer noch ein bisschen was einfallen lassen. Ich glaube, die Programmierer von heute sind auch teilweise echt verwöhnt. Natürlich, damals gab es weniger Möglichkeiten, heißt, du musst dich halt mehr anstrengen. Um was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. So ist es auch bei Let's Plays. Also, ihr müsst immer mein Equipment sehen. Also nicht alles, aber einiges von meinem Equipment ist fragwürdig. Ich habe jahrelang als Mauspad einen Verpackungsumschlag verwendet, war es. Genau, ein Verpackungsumschlag. Oh, eine Feuerblume. Die kann ich gebrauchen in dem Level. Wahrscheinlich falle ich gleich irgendwo runter und deshalb war die sinnlos. Diese kleinen mag ich überhaupt nicht. Übrigens ist das der Standardspruch jeder Frau. Wenn sie meinen Penis sehen. Was? Nein, war ein Witz. Hier war was drin. Nein. Was? Ich bin doch eigentlich gesprintet. Ich hätte eigentlich drüber laufen müssen. Komm, holen wir uns alles. Das Spiel ist übrigens ein Gameboy-Spiel, also habe ich schon erwähnt. Oh, ich werde nicht reingesagt, hatte ich Glück gerade. Also es müsste noch relativ billig zu bekommen sein. Allerdings mit steigendem Alter wird es natürlich irgendwann recht teuer, schätze ich mal. Nein! Verdammt. Dieses Dreckvieh. Ich würde gerne alle Endgegner besiegen, wenn ich ehrlich bin. Okay, war egal, dass wir klein waren. Zehn Leben, das ist wirklich... Eigentlich ist es echt traurig für meine Verhältnisse. Deshalb hasse ich diese Jump-and-Run-Dinger. Juhu! Oh. Und wir haben wieder ein Leben, sind wir wieder schön bei 11. Die hier kann man sich ganz leicht holen, so. Aber an die anderen kommt man nur richtig ran, wenn man größer ist. Ihr müsst halt eine gewisse Größe erreichen, um richtig Geld zu machen. Komme ich da überhaupt hoch? Hä? Ah, okay. Echt beschissen, diese Stelle. Und jetzt müsste der Endgegner kommen. Zumindest gleich. Und wir können ihn nicht bezwingen. Ist aber halb so wild, oder? Der wäre jetzt übrigens permanent hin und her gelaufen. Der kommt zurück. Solange nicht irgendwo runterfällt, ist es okay für den Pilz. Brauche ich noch eins, was mich größer macht. Das werde ich nicht kriegen, da ist schon der Boss. Ah! Nein! Das hat gut funktioniert, oder? Wenigstens kriege ich immer wieder einen Pilz. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen.
Das, der Vorteil ist, unsere geringen Leben machen noch kein Problem, denn es gibt, glaube ich, bloß noch ein Endlevel. Ich stürme jetzt einfach mal durch. Yay! Also ansonsten springt einfach auf die Dinger drauf und schießt einmal im Sprung nochmal. Und so könnt ihr ihn ganz leicht besiegen, wenn ihr natürlich groß genug seid nur. Danke dir, Mario. Oh, Daisy. Wanze, oder? Ja, Wanze. Okay, wir kriegen das innerhalb von einer Stunde durch. Oh, wir dürfen doch. Okay, da habe ich mich geirrt. Entschuldigung, mein Fehler. Oh Mist, das habe ich vergessen, dass man da direkt rüber musste. Egal. Sorry, Leute. Ich dachte, das ist so ein anderes Ding. Es gibt nämlich noch andere solche. Wir werden es hier mit Kung-Fu-Kämpfern zu tun bekommen. Und die kann man zwar einstampfen, aber wie das bei Kung-Fu-Kämpfern... was? Okay, die kommen anscheinend doch manchmal... Man kann sie nur mit einer Feuerblume besiegen. Ihr könnt auf sie draufspringen. Aber die erholen sich. Die sind schlimmer als Chuck Norris. Na, sag mal, fast so schlimm. Also ohne Feuerblume könnt ihr sie nicht besiegen. Ihr braucht 2 Schuss für die. Ich darf nicht vergessen, mir diese ganzen Soundtracks noch zu holen. Die brauche ich nämlich, wenn ich keinen Ärger von der GEMA kriege. Jetzt, wenn ich die habe. Merkt ihr, dass da ein kleiner Versatz zwischen den beiden ist? Je nachdem, wie sie rauskommen, müsst ihr eventuell warten. Hä? Ach Mist, der ist aufgestanden. Verdammt. Okay, wir sind wenigstens gleich hier. Das Quietschen, was ihr übrigens immer hört, das ist mein Controller von der SNES. Ich habe 2 Stück und den einen habe ich angeschlossen und irgendwie ist mir aufgefallen, dass da die Sprungtaste nicht funktioniert. Und das macht es sehr schwer, Mario ohne Sprungtaste zu machen. Kriegt man ja gleich hier rein. Sehr gut. Die einzige Möglichkeit, wie ihr sie besiegen könnt, wenn ihr klein seid. Besiegen tut das ja nicht, aber ihr werdet es wenigstens los. Oder aus dem Bildschirm rennen. Funktioniert auch ganz gut. Und wie ihr seht, die folgen euch. Ja, so. Die verhalten sich jetzt eigentlich richtig. Die kommen ja eigentlich erst nur raus. Die Pflanzen. Wenn ihr eure Position ändert. Also in eine andere Richtung. Da oben kann man auch irgendwo hoch. Habe ich auch nie rausgefunden. Nur im ersten Level und das hat auch schon Ewigkeiten gedauert. Hier könnte man irgendwo rein, wenn ich mich recht entsinne. Toll. Man kann auch einfach sterben. Funktioniert auch ganz gut, habe ich gehört. Ist der Pilz weg? Könnte man vielleicht doch nicht irgendwo rein? Nein! Ach, Mann! Oh, wie schön, ist alles weg. Oh, war der Dachziegel schon immer da? Achso, da waren wir gerade nicht. Wenn ihr übrigens so 2-3 Sekunden oder sag mal ein paar Sekunden wartet, da ist ein Timer auf dem Ding, dann kriegt ihr nur noch eine einzige Münze raus. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Sachen hasse? Ein, zweimal könnte es sein. Das Schöne ist, an denen könnt ihr eigentlich endlos Punkte generieren.
Ihr kommt dann irgendwo an eine Stelle, da gibt es 3 oder 4 von denen. Könnte die hier sein. Super, können wir sie gleich platt machen. Warten wir noch kurz bis... Ein Hammer. Und natürlich klingen die genauso wie irgendwelche ekligen Insekten. Also wenn ihr einen Kung-Fu-Kämpfer besiegt, klingen die wie Insekten. Ganz normales Verhalten. Das hatte ich gar nicht mehr gewusst, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich, dass ich es gekriegt habe. Mies. Hier aber kamen, glaube ich, jetzt 3. Okay. Hast du gesehen, richtig in Zeitlupe. Das passiert übrigens auch öfters mal bei dem Spiel. Das kann euch auch im Sprung passieren, dass sich das Spiel plötzlich verlangsamt. Also Mario verlangsamt sich dann und ihr fallt einfach runter, weil ihr nicht mehr schnell genug wart. Yay, mit dem Sprinten schafft es da eigentlich. Wenn ihr natürlich nicht direkt dazwischen springt. Okay, noch 2 Level, dann sind wir durch. Und 3 Leben. Sehe ich ein bisschen an China, so wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und nicht wie es ist. Er kommt wieder. Oder auch nicht. Das habe ich erst gedacht, da kommen wir hin. Da ist es echt praktisch, eine Feuerblume zu haben. Warum ist das gerade abgeprallt? Keine Ahnung, so ist okay. Ihr braucht auf jeden Fall eine Feuerblume, sonst könnt ihr nicht alles kriegen. Erwischt. Ich bevorzuge es, oben lang zu gehen, weil normalerweise ist es ja so, wenn Sachen, sag mal, verschlossen sind, in gewisser Weise, sind für gewöhnlich da die besseren Sachen drin oder die weniger gefährlichen. Das war eigentlich schon immer so in Spielen. Hat sich auch so weitergezogen. Also ihr müsst eine Mindestgröße haben, um hier lang zu gehen. Ansonsten müsst ihr klein da unten lang. Und wie ihr seht, ist nicht sonderlich attraktiv. So, einfach nur fürs Protokoll, dass er auch weg ist. Oh ja, das hatte ich auch schon wieder ganz vergessen, diese Dinger. Kann man nicht zerstören, wenn ich mich recht entsinne. Können uns aber zerstören. Auch wenn ich mich nicht recht entsinne, haben wir gerade festgestellt. Nein! Ich bin an das Ding dran gesprungen, aus Versehen. Habt ihr ja gesehen. Schön ist wirklich, dass hier die ersten Gegner dann immer im Umkreis weg sind. Wenn ihr gestorben seid. Oh Mist, das Ding... Ja, ich hab's gesehen. Das kommt auf der gefährlichen Flugbahn. Und, geht euch die Musik schon auf den Geist? Mir eigentlich nicht, ich fand die schon immer toll. Mach's jetzt ohne diesen blöden Stern, der bringt mir eh nichts. Das war einfach nur eine Falle, schätze ich mal. Nein! Was ist denn los mit mir? Okay, wenigstens mal hier. Meine Güte. Jetzt geh ich schon an solchen Luschi-Gegnern kaputt.
Aber sie sind auf jeden Fall nicht eingeschlafen, muss ich sagen. Sie haben mich echt was einfallen lassen, die Level möglichst schwierig zu machen. Als Kind ist das natürlich alles noch 10-mal schwerer. Und man hat sich mehr gefreut, wenn man irgendwas geschafft hat. Ich meine, wir kommen jetzt ganz gut durch, muss ich ehrlich sagen. Juhu! Und dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Level gleich. Eine Dreiviertelstunde. Yay, nochmal so ein Level wie das Wasser. Wie gesagt, Feuerblume ist in dem Fall hier vollkommen unwichtig. Es ist ziemlich ähnlich. Es sind halt diesmal keine Fische, sondern Papageien, die uns gegenfliegen. Aber ich mochte solche Sachen schon immer. Die verhalten sich natürlich auch ein bisschen anders. Hier gibt es übrigens auch überall versteckte Münzen und was weiß der Teufel nicht noch alles. Oh Mist, den habe ich nicht gekriegt, aber ist ja auch egal. Stirb, Papagei. So, die Dinger konnte man, glaube ich, auch zerstören. Das habe ich nicht gekriegt. Musste man aber viel draufschießen, glaube ich. Oh, ging doch nicht. Ach doch, habe ich auch hingekriegt. Also, ihr könnt unmöglich alles zerstören. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Aber ich hatte gerade das Gefühl, dass es irgendwie langsamer geworden ist. Ihr auch? Autsch. Irgendwie reagiert er gerade nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wieder. Die können natürlich überall durchfliegen. Ich schieße übrigens permanent. Also ihr müsst... Es ist nicht so, dass ihr draufbleiben könnt. Ihr müsst wirklich schießen. So, das ist hier eine tolle Stelle. Schnell vor. Denn es geht hier wirklich um Sekunden mitunter. Der muss ein echtes Fliegerass sein, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir sind auch gleich schon beim Endgegner. Hier an dieser Stelle war es übrigens möglich, endlos... Diese Sperre, da habe ich nie verstanden. Ach, verdammt. Das hatte ich noch im Kopf, dass es am schwereren Weg was kriegst. Schlag mich nicht. Box mich nicht, Endgegner. Mann! Du blödes Dreckvieh! Jetzt müssen wir wenigstens über die ganzen Papageien herkommen. Also das lernen wir. Papageien kommen aus Wolken. So, jetzt kommt der richtige Endgegner. Hört man schon an der Musik. Wichtig ist, achtet nur darauf, auf die Schüsse. Er passt sich eure Flugbahn an. Verdammt! Jetzt habe ich wirklich auf ihn geachtet, das war mein Fehler. Ich wollte einfach nur wissen, wie fern er sich anpasst. Und dann ist man nur aufmerksam und dann passiert sowas. Also nochmal. Nochmal die freundliche Wolke töten. Haben wir wenigstens die Zeit, die wir brauchen. Okay, jetzt. Oh, ich kann doch drauf bleiben. Oh, das erspart eine Menge Arbeit. Hab ich mich geirrt. Ja, die Schüsse kann man auch zerschießen. Und wir haben es geschafft. 50 Minuten ungefähr. Dann seid ihr durchs Spiel durch. Wenn ihr natürlich besser seid, ihr könnt es wahrscheinlich auch in 30 Minuten schaffen. Oh, Daisy. Daisy. Danke dir, Mario. Mario und Daisy in love.
Your Crest is over. Yay. Laufen wir nach Hause, bevor sie wieder zur Wanze wird und eklig und schleimig. Hier, ich habe ein Raketenschiff. Komisch. Wenn ich das wäre, würde sich jetzt schon die Raumkapsel nach oben und unten bewegen. Weiß auch nicht warum. Danke, Geokoi. Klingt nach einem Koi. Danke, S. Okada. Sokada. Danke dir auch, M. Yamamoto. Das ist so ein Standardname bei den Japanern. Danke dir, T. Harada. Terada. Danke, H. Matsuoka. Danke nochmal, H. Tanaka. Hat mir den schon, die klingen alle gleich. Amida, weiß nicht. Danke, M. Yamanaka. Mashimo. Wer ist Mashimo? Und natürlich Taki. Taki dürfen wir nicht vergessen. Und Maki-Rolle auch nicht. Itsushi und Nagata. Achso, das sind beides Namen. Ich dachte, das eine war ein Titel. Ich vergesst. Kano, Nishizawa. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das Ende. Und ich muss kurz weg.